Rehberg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Lötsch, erstmal einen herzlichen Dank an Sie. Sie haben auch in etwas schwieriger, stürmischer Situation den Haushaltsausschuss exzellent geleitet. Dafür von mir, ich glaube im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der 41 aus dem Haushaltsausschuss, ein herzliches Dankeschön. Und ich darf Ihnen eine Sorge nehmen, Frau Lötsch, spreche zumindest für unsere, für meine Arbeitsgruppe. Wir sind schon selbstbewusst genug und glauben Sie mir, die rund gut 150 Deckblätter-Änderungsanträge, die haben nicht nur zu Beifallstürmen in der Bundesregierung beigetragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für 5 aus meiner Arbeitsgruppe ist es der letzte reguläre Haushalt. Deswegen möchte ich die namentlich erwähnen. Es ist Helmut Heiderich, Bartel Kalb, Bernhard Schulte-Drückelte und Gaius Caesar und Annette Hübinger, die die letzte Bereinigungssitzung mitgemacht haben, diesmal zum Glück nur bis morgens um 3 und nicht bis morgens um 5. Deswegen wünsche ich euch 5, glaube ich, im Namen aller ein herzliches Glück auf für die nächste Zeit. Kollegin Steffen ist schon darauf eingegangen. Es gab gestern Abend einen Kompromiss, eine Lösung in einer schwierigen Frage. Und zwar in der Frage der Rentenangleichung zwischen Ost und West. Aber diese Frage hat noch einen zweiten Teil. Und der wird ganz oft und ist von ganz vielen in der Vergangenheit nicht erwähnt worden. Jeder muss wissen, dass politisch vermittelbar, verfassungsrechtlich haltbar, wenn ich ein gemeinsames Rentenrecht in Ost und West einführe, dass dann auch die 15-prozentige Höherbewertung der Löhne wegfallen muss. Und wer den Menschen etwas anderes erzählt, wie das die Linke tut, die ja meint, dass die jetzt Umbewertung, wie sie es nennt, beibehalten werden kann, liebe Kolleginnen und Kollegen, der belügt schlichtweg die Menschen und der macht die Arbeit von Populisten. Das ist schlichtweg die Wahrheit. Und ich sage das deswegen, Frau Kollegin Lötsch, weil Sie gesagt haben, die AfD ist ein Kind der Politik der Großen Koalition. Ich schließe mich Johannes Kahrs zu 100% an bei seiner Einschätzung der Rede von Sarah Wagenknecht. Aber ich muss Sie oder Sie müssen sich selber doch einmal fragen. Minus 5,2% bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Minus 7,3% bei der Wahl in Sachsen-Anhalt. Und die Wahl in Brandenburg, die war vor dem Herbst 2015, minus 8,6% in Brandenburg am 14. September 2014. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie müssen sich doch fragen, ob Sie mit Ihrem Politikangebot, wenn sich die Brandenburger Wahlergebnisse, die Wählerströme angucken, noch richtig liegen, ob Sie die Menschen getäuscht haben, ihnen etwas versprochen haben und dass Sie da die Quittung an der Stelle bekommen haben. Das müssen Sie sich doch selber mal an der Stelle, finde ich, fragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ja, Sie können da gerne dazwischen rufen. Wissen Sie, Thomas Oppermann hat dann gesagt in seiner Rede nach der Regel von Frau Wagenknecht, Populisten aller Länder, vereinigt euch. Ich glaube, Sie müssen ein bisschen aufpassen, ob Sie nicht ähnlich wie die Rechtspopulisten als Linkspopulisten hier dafür sorgen, dass die Menschen verunsichert, getäuscht und enttäuscht werden. Und das Ergebnis sind dann eben Wahlergebnisse, wie wir sie an dieser Stelle haben. Liebe Kollegen, es gehört auch ein Stückchen Redlichkeit an dieses Rednerpult. Und Redlichkeit heißt für mich, wenn ich zum Beispiel behaupte, wie Frau Wagenknecht,
dass jemand mit 1.140 Euro brutto im Monat eine steuerliche Belastung von 24% hat, dass das schlichtweg die Unwahrheit ist. Und zwar kann Frau Wagenknecht Grenzsteuerbelastung und Durchschnittssteuersatz nicht auseinanderhalten. Ja, der letzte Euro bei 1.140 sind 24%. Nur der Durchschnittssteuersatz sind 7%. Und das gehört zur Redlichkeit mit dazu, dass man den Menschen hier nicht ein X für ein U vormacht. Kollegen, zur Redlichkeit gehört aber auch, lieber Sven Kindler, wenn man die 36 Milliarden des Jahres 2012 mit den 36 Milliarden des Jahres 2017 vergleicht, dass man dann dazu sagt, dass 10 Milliarden, nämlich 8,7 Milliarden Einlage in den DSM gewesen sind und 1,6 Milliarden Euro Einlage, Kapitalerhöhung bei der Europäischen Investitionsbank. Wenn die 36 Milliarden Euro reine Investitionen im Jahr 2017 sind und die 10 Milliarden muss ich im Jahr 2012 abziehen. Und deswegen ist dieser Haushalt mit 11% Investitionsquote 36 Milliarden Euro die höchste Investition, die in Deutschland je gestemmt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Redlichkeit gehört auch dazu, wenn ich ständig mehr Geld für etwas fordere, wie das der Kollege Kindler beim sozialen Wohnungsbau gemacht hat, dass man dann sagt, dass wir in den Jahren 2016, 2017 und 2018 insgesamt 4 Milliarden Euro als Bund für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Und für diese 4 Milliarden des Bundes können 100.000 bis 120.000 Sozialwohnungen durch die Länder in den Kommunen gebaut werden. Das gehört zur Redlichkeit und zur Wahrheit dann auch dazu. Und liebe Anja Heiduck, der Streit oder die Diskussion, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, ist es ja sofort Streit, zum Thema finanzschwache Kommunen, war von unserer, von meiner Seite das Thema, dass ich sage, man muss sich gut überlegen, wenn man in die Bundesauftragsverwaltung geht, wenn ich über 50% der Kosten der Unterkunft beim Bund habe. Über die Auswirkungen muss man sich im Klaren sein. Deswegen haben wir als Union gesagt, das wiederhole ich gerne, dass bei 50% Schluss sein muss. Und es gibt einen zweiten Aspekt, und darüber sollten wir wirklich intensiv diskutieren. Nicht wir definieren finanzschwache Kommunen. Wir definieren nur die Verteilung auf die Länder. Das ist schlichtweg die Wahrheit an dieser Stelle. Und gerade bei dem 3,5 Milliarden Programm obliegt bei dem alten wie bei dem neuen, wird die Verteilung bei den Ländern liegen. Und deswegen wird es ganz stark darauf ankommen, und hier bitte ich das ganze Haus, ich finde die Vorschläge zur Änderung 104 Grundgesetz, Steuerung zwischen Bund und Ländern und 114 Grundgesetz, Kontrollrechte des Bundesrechnungshofs für essentiell für den Deutschen Bundestag, für die Bundesregierung, für den Zustand des Föderalismus in Deutschland, dass wir hier gemeinsam, ich bin da zusammen zur Zusammenarbeit bereit, gemeinsam unsere Position erarbeiten und die gemeinsam gegenüber den Ländern vertreten. Herzlichen Dank. Letzte Rednerin in der Haushaltsdebatte.